Hallo meine Lieben, ich möchte für euch ein ganz kurzes Video machen. Ich habe nicht einmal schon von euch Nachrichten bekommen, dass ihr auch nach russischen Anleitungen häkelt und ein bisschen hilflos, was Abkürzungen angeht, was diese ganzen Begriffe, die auf Russisch sind, abgekürzt sind und ich kann das nicht übersetzen. Ne? Es werden russische Anleitungen in Google übersetzt, aber das, was abgekürzt ist, ist unmöglich. Das ist ja logisch. Das würde auch nicht gehen. Und da hat mich eine Frau angeschrieben, ob ich dabei helfen könnte. Und dann dachte ich mir, das passt ja richtig gut. Dann kann ich ein Video daraus machen. Dann kann ich vielleicht mehreren Leuten auf einmal helfen. Ne? Am besten, wir machen so, dass ich diesen Zettel so einmal hinlege. Ihr macht euch einen Screenshot, dann nehmt ihr einen Stift, macht diesen Video nochmal an und könnt ihr alles für euch aufschreiben, das, was ihr braucht. Ja? Ich habe jetzt alles aufgeschrieben, was wir für unsere Plüschtiere brauchen. Ein paar Begriffe noch, was auch ganz oft vorkommen, was ein bisschen irritieren. Und wenn ich was nicht erwähnt habe, dann könnt ihr das ganz gerne im Video unter dem, ja, im Kommentare unter diesem Video aufschreiben. Und das Einzige, was ich sagen möchte, ich übersetze keine Anleitungen. Ich übersetze nur ein paar Begriffe, vielleicht ein paar Sätze, was wirklich nicht verständlich sind. Aber die ganze Anleitung oder Texte, das mache ich nicht. Ich habe jetzt das so aufgeschrieben, dass das, was hier steht, es wird so am meisten verkürzt. Und das, was hier an der Seite steht, das wird ab und zu auch so geschrieben, hat aber nur eine Bedeutung. Ich versuche das euch zu erklären. Ich weiß, dass ich selber nicht mal perfekt Russisch, nicht mal perfekt Deutsch kann. Nicht alle Deutsche verstehen mich auf Deutsch und nicht alle Russen verstehen mich auf Russisch. Und ich weiß selber nicht, wo mein Platz ist. Deswegen, ich versuche aber trotzdem irgendwie euch zu helfen und ich hoffe, dass vielleicht wirklich das jemand braucht. Wenn ihr das nicht braucht, einfach anderen Video anmachen und loshacken. Ja? Gut, dann fangen wir hier oben an. Ich weiß nicht, ob ich das unbedingt sagen soll, was das auf Russisch heißt, aber ich werde mal schon, wenn ich das, ich kann das einfach nicht ignorieren, das kommt automatisch. W und P, das sind zwei Buchstaben, ne? W und P, das bedeutet Luftmasche. Oder das wird auch so geschrieben, was du schneipetla, das heißt Wozd.p, alles abgekürzt. W und P bedeutet Luftmasche. WPP, das hier, bedeutet Luftmasche, aber die ganz am Anfang der Reihe gehäkelt wird. Das heißt, wir haben eine Reihe gehäkelt. Dann müssen wir diese Reihe umdrehen und dann häkeln wir wieder die zweite Reihe nur in die andere Richtung. Und diese Luftmasche, die oben, die wird so genannt, WPP. Ja, das heißt, diese Luftmasche, die am Anfang der nächsten Reihe gehäkelt wird, damit wir auf die zweite Stufe rüberkommen. So, ich habe das nicht aufgeschrieben, weil für mich ist das alles zu kompliziert. Ich verstehe das ab und zu selber nicht, aber ich versuche das irgendwie euch zu erklären und ihr notiert das selber. Weiter. SBN, das bedeutet Festmasche. Das bedeutet Festmasche. Das wird immer am meisten so geschrieben. Aber das kann auch so geschrieben werden, das kann so geschrieben werden und auch so geschrieben werden. Ja, diese Buchstabe T, die kommt auch ganz oft vor, aber am meisten das ist so. Diese Buchstabe P, die wird am meisten auch aufgeschrieben, aber nur nicht in Häkeln arbeiten, sondern in Strickarbeiten. Aber manche Autos, wenn die die Anleitung schreiben, die schreiben auch ab und zu mal statt SBN einfach nur P, weil das auch als Masche bezeichnet wird. Ja? Kommt ganz selten vor, ist irritiert ein bisschen, aber am meisten in ganz normalen, klugen Anleitungen, da steht das hier oder das hier. Okay? So. Diese ganzen Punkte und Striche, die bedeuten nur, dass die. Dass in dieser eine Abkürzung sind sozusagen drei Wörter und die werden so abgekürzt. Ne? Weiter. Das ist dasselbe auch wie das hier. Das ist die Festmasche. Ne? Aber diese Wörter, Festmasche Sadi, Festmasche Spiridi, das bedeutet Sadi, das ist Hinterwand der Masche.
wird auch ganz oft verwendet. Und spiriti, das bedeutet an Vorderwand der Masche. Ja, wenn wir zum Beispiel diesen Rock bei den Hasen häkeln möchten, dann häkeln wir immer nächste Reihe an Hinterwand der Masche. Das bedeutet das hier, sadi. STBN, sadi, bedeutet Festmasche, die an Hinterwand der Masche gehäkelt wird. Und das ist hier an Vordermann. Vorderwand der Masche. Meine Güte, für mich ist es auch nicht so einfach wie für euch auf Russisch, das muss ich ehrlich sagen. Ich kann das auch noch nicht mal richtig nach 20 Jahren, nach 25 Jahren. So, weiter. Das ist hier, SSN bedeutet Stäbchen. Wird auch nur am meisten so geschrieben. Stäbchen. Oder so geschrieben. Oder so geschrieben. Wenn hier eine Zahl vorkommt, dann bedeutet das, dass wir ein Stäbchen mit zwei Umschlägen machen. Ein Stäbchen besteht aus einem Umschlag. Und hier werden dann zwei Umschläge gemacht. Ne? Drei oder vier oder fünf. So. PSTN bedeutet Halbstäbchen. Wird auch so geschrieben. Das ist Halbstäbchen. So, diese zwei Buchstaben auf Russisch S und S, die bedeuten Kettmaschen. Das wird auch ab und zu so geschrieben. Соединительный столбик. Das heißt Kettmasche. Das heißt auch so, ja? Das sind die zwei Wörter, die einfach nur abgekürzt werden mit S und S, ne? Oder das wird auch so geschrieben, S und P. Соединительный столбик wird ab und zu auch Петля, als P-Петля bezeichnet. Das ist diese hier. So, nächste. Das heißt, das ist die Kettmasche. P und R bedeutet verdoppeln. Das habe ich auch schon mehrmals euch gezeigt, als ich Video gemacht habe. Ne? So und so viel verdoppeln bis dahin und dahin. Das habe ich mal gezeigt. PR bedeutet verdoppeln. UB bedeutet abnehmen. R bedeutet Reihe. Es kann sein, dass hier davor Zahl immer am meisten steht. Sieben Reihen. 7R. Ja? N bedeutet Umschlag. Das ist das hier. Zum Beispiel ein Stäbchen mit zwei Umschlägen. Ne? Und deswegen, wenn es einzeln steht, das bedeutet Umschlag. KR bedeutet Rand. Kommt ganz selten vor, aber kommt auch vor, wenn zum Beispiel da aus dem Rand drei Maschen raushäkeln. Ja, und es kann sein, dass da noch was auf Russisch steht und dann, weiß ich, KR und dann 3 und dann SBN kommt. Ne? Kommt ganz selten, aber damit ihr weißt, das wird immer nur so abgekürzt, das bedeutet Rand. Am Anfang der Reihe sozusagen, das ist auch Rand. KA bedeutet Amigurumi-Ring. Oder das wird am meisten auch so geschrieben. Кольцо. Ring, Кольцо. Стор bedeutet Seite. Zum Beispiel linke Seite oder rechte Seite. Ne? Wird am meisten auch so abgekürzt. Das heißt Стор, Seite. SL auf Russisch bedeutet Nächste. Das wird abgekürzt, das Wort следующий wird abgekürzt in SL, das heißt nächste Reihe oder irgendwas Nächstes, ne? Nächstes. SL bedeutet Nächstes. Das hier, das ist die S und H, bedeutet Schema oder Schema auf Russisch oder Anleitung. Wird auch ab und zu so geschrieben. Genauso wie das hier wird ab und zu so geschrieben. Das ist hier Pico. Was Pico ist, das wisst ihr ganz genau. Ne? Das sind diese Luftmaschen, die am Ende dann nachher so solche Tütelchen. Ne? Das bedeutet Pico. U und S, das ist Us, bedeutet Usur, das ist Muster. Ne? Wird ab und zu so aufgeschrieben, abgekürzt oder so aufgeschrieben. So, das hier, Pyschny Stolbik, das bedeutet Popcornmasche. Popcornmasche, ich glaube, das heißt so. Popcornmasche, das bedeutet das hier. Das ist, wo wir aus einer Masche mehrere Stäbchen raushäkeln und dann sie alle auf einmal dann mit einer Masche verbinden. Ne? Popcornmasche heißt das. Das hier bedeutet Zwett, das ist Farbe. Ne? Ab und zu wird verwendet, zum Beispiel Farbe wechseln. Ne? Wird ab und zu mal so
verkürzt, abgekürzt oder aufgeschrieben. Das hier bedeutet Paftor, wiederholen, wiederholen. Das hier wird nur als wiederholen abgekürzt. So, LS und IS. LS bedeutet rechte Seite, IS bedeutet linke Seite. Oder wird ab und zu auch so aufgeschrieben. Litsevaya iznanochna. LS rechte Seite, IS linke Seite. So. Das hier auch, das wiederholt sich mit das hier, mit verdoppeln. Da kann man sich auch ein bisschen irritieren. Aber da muss man den ganzen Satz lesen. So, das heißt auch правая сторона und левая сторона. Das bedeutet rechte Seite und linke Seite. Genauso wie das hier. Das wird aber ab und zu auch so abgekürzt. Aber das wird da meistens nur beim Stricken verwendet. Das muss nicht unbedingt hier sein. Das hier bedeutet Rapport. Das ist diese Muster, was immer wieder sich wiederholt. Bedeutet Rapport. Und das hier am Ende bedeutet reliefne Stolbik. Das ist Reliefmasche, heißt das, ne? Reliefmasche. So, das hier. Ich weiß nicht, ob ihr das unbedingt braucht, aber ich habe wirklich ganz oft Nachfragen gehabt. Und jeden das zu erklären, das ist für mich ein bisschen anstrengend. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich versuche das alles euch zu erklären. Wenigstens vielleicht diese Begriffe, dass ihr das für euch aufschreiben könnt, falls wenn ihr das braucht. Und vielleicht habt ihr dann mehr Spaß daran. Ja? Gut, das ist das Einzige, was ich sagen wollte. Falls noch was auffällt oder falls wenn noch das, was hier nicht steht, in Frage kommen sollte, schreibt ihr bitte in Kommentar unter diesem Video. Ich versuche das zu erklären oder zu übersetzen. Ja? Aber wirklich nur Begriffe oder ein paar Wörter. Okay, gut. Dann wünsche ich euch allen alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüss.